du Schauspielen üben? Schauspielen üben? Wie viel Schauspiellevel hat die mittlerweile? Schauspiellevel 5, Charisma Level 6. So, aber hier echt Level 6. Ist die Gitarre? Lol. Üben. Wir haben die 2000 noch bekommen. Oh Gott, haben wir genug? Hier brauchen wir. War das nicht 2600 irgendwas? Dann nochmal 300 € rüber. Ich glaube, wir können es uns leisten, oder? 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 So, nichtsnutziger Sohn. Müssen reisen. Ich glaube, wir haben es, oder? Ich glaube, wir haben es, oder? Wieso hast du so wenig Geld? Man kann auch eine Zahl angeben, dann hat man eine Million. Ja, ich will aber nicht cheaten. Was war das? Das hier? Nein. Das hier? Ja. Was? Warte. Wieso nicht? 2000, 26.600. Wir haben. Und wir haben. Es fehlen immer noch 200. Ist das ätzend? Okay. Es war so knapp. Okay. 26.600 brauchen wir. Damn. Ja, schade. Können wir wieder nach Hause gehen, ne? Okay. Glitzer und Explosionen gehören zum visuellen Erlebnis. Ja, mega. Okay. Was mit dir? Haben wir schon ein ausgezeichnetes Video, was du hochladen kannst? Das kannst du auf jeden Fall hochladen. Und ist das hier? Kannst du auch auf jeden Fall hochladen. Do it now. Du, dir geht's kacke. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes muss man auf Klo. Und dann musst du was essen. Leute, bald geht's los, dass wir anfangen können, reich zu werden. Dann geht er schlafen. So, genug an Videos gearbeitet. Geht's dir? Das Video ist nicht perfekt, aber das kann man, glaube ich, trotzdem einfach hochladen. So. Hochladen und kannst du noch was für Ruhm machen und noch hier noch mehr für Ruhm machen. PR-Agentur kontaktieren. Mach das so, zwei Sterne ist da. Aufgehender Stern. Eine gute Geschichte verlangen. Okay. Oh, sie hat zwei Sterne. Wie geht's ihr? Sie ist müde. Dann geh mal schlafen. Spulen wir. Vielleicht haben wir Glück und kriegen jetzt noch die 300 € die wir brauchen für ein Restaurant über irgendwie YouTube oder weil irgendwer von irgendeiner Arbeit zurückkommt. Oh. Es ist ein besonderes Sims als Edition. Es ist unter anderem die Gastronomie-Edition, dass du halt Restaurants besitzen kannst und die Edition, dass du berühmt werden kannst. Which is nice. Nein, wir verlieren nur Geld, weil irgendwer sich was zu essen gemacht hat. Oh. Pino ist da. Gourmet-Menü kochen. Koch doch bitte wieder ein bisschen was für deine Familie. Allen geht so mega scheiße. So, fast 16 Uhr nachmittags schlafen gehen, relatable, richtig Teenager-Jahre. So, haben sie eine Rechnung im Briefkasten geflattert. Du hast Schulden in Höhe von 808. Uff, wir müssen wieder Geld zurückverlangen. Verdammt. Damn. Damn, wir müssen noch 1500 sparen. Das Restaurant wird immer komplizierter, wa? Wo ist die Mom? Kannst du nicht noch Videos aufnehmen? Du Nichtsnutz, kannst du diesen Hund baden? Danach musst du, Mutter, bitte hier einmal reparieren. Perfekt. Sohnemann, du musst wieder anfangen, einen glücklichen Vlog und Übergänge und Effekte noch bearbeiten. Wir haben Geld bekommen. Oh, nur 513. Also nicht so viel. Schade. 890. Also 500 nochmal rüber. Brauchen 26.600. Also noch 1100. Okay. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Was ist mit der? Du musst jetzt zum Job. Erstmal Fähigkeit. 9 Uhr am Dienst. Oh mein Gott. Very soon ist es. Und jetzt immer noch keine Energie. Uff. Schlecht. Das sieht schlecht aus. Mehr Auswahl öffnen. Sozial und Spaß. Aber das. 3600. Wovon haben wir gerade 3600 bekommen? Ich weiß es nicht. Aber Leute, das ist genug, um das Restaurant zu kaufen. Der Dad ist sogar da, dass er das machen kann. Let's go, Alter. Oh mein Gott. Wo kam das gerade her? Wo kam das Geld gerade her? Ich bin total verwirrt. Okay, zwei Toiletten, 30 mal 20. Wir können es uns gerade so leisten. Möbliert, yes. Yes. Kurz mal Pause. Checken wir das Restaurant. Angestellte verwalten. Okay, Köche. Kann er nicht selber in dem Restaurant arbeiten? Moment mal. Du musst jetzt deinen Job kündigen.
Ich kündige, ich habe gerade ein Restaurant gebaut für mein ganzes Erspartes. Wir können Joe als leitender Caterer aufgeben. Aufgeben. Denn wir können jetzt, hier und jetzt arbeiten. Kleidervorschriften für Kunden. Alltag. Wir fangen mit einem Chilling-Restaurant an. Leg den Gewinn pro Speise fest. 150% Werbung. Uff, machen wir noch was. Noch keine Zutatenqualität. Standard. Restaurant-Speisekarte bearbeiten. Warte mal. Köche. Köche sehen so aus. Kellner. Eher was Schickeres. Nicht so ganz wack. Das Empfangspersonal auch auf jeden Fall schicker. So. Okay, erstmal das. Was müssen wir hier? Die Angestellten verwalten. Empfangspersonal. 3 Euro die Stunde. Richtig geiler Lohn. Alle haben so wacke Fähigkeiten. Aber okay, versuchen wir die mal zu nehmen. Ein Kellner. Alle gleich wack, okay. Der. Ein Koch. Warum kann ich nicht mich selbst einstellen? Ich verstehe das nicht. Warum kann ich nicht mich selbst einstellen? Hä? Ich bin absolut verwirrt. Ach, ich glaube, ich will beim Arbeitsamt registrieren und dann kann ich in meinem eigenen Restaurant arbeiten, oder? Lautet dein Jobtitel Koch. Koch im geilsten Restaurant. Ich kann mich immer noch nicht einstellen. Ich krieg die Krise. Öffnen wir das Restaurant. Restaurant nicht funktionsfähig, weil ich keinen Koch habe. Weil ich mich nicht selber einstellen kann. Hä? Als Besitzer arbeiten? Ja, aber das irgendwie passiert da halt nicht so richtig was. Wisst ihr, was ich meine? Du kannst dort einfach arbeiten. Du hast dann offiziell keinen Job. Ach, man kann mitarbeiten, wenn man will. Trotzdem braucht man Angestellte. Okay. Dann stellen wir mal Drecksköche, Alter. Stellen wir die ein. Okay. Restaurants geöffnet. Okay. Wir müssen klein anfangen mit dem Restaurant, wa? Wir hatten so einen guten Job als Koch. Ach, verdammt. Den Job kannst du dir wiederholen? Ja, aber ich habe halt voll lange auf dieses Ding hinausarbeitet. Deswegen habe ich seine Kochfähigkeiten halt so verbessert. Weil ich dachte, dann wird der ein Koch. Ach man, was ist das blöd, ey. Ich bin jetzt mega demotiviert, Leute. Ich dachte, wir sparen 26.000 auf ein Restaurant. Tagelang, weil wir dann geil im Restaurant arbeiten können. Aber alles, was wir tun können, ist hier nichts tun. Loben wir mal unsere Angestellten wirklich sehr viel mehr. Können wir hier nicht machen, wa? Ist das bescheuert. Immerhin verdienen wir jetzt schon 200 mit dem Laden in 5 Stunden. Ich glaube, das hat noch Potenzial. Und wir haben 1,5 Sterne. It's something. 6 Bewertungen. Ah, es ist deprimierend. Es ist deprimierend. Ach, krass. Okay. Das ist fein. Alle haben Level 2 jetzt schon. Nein. Warum nicht? Okay, konnte ich die nicht? Schulung habe ich schon mal. Oh. Ich kann nur Leute begrüßen. Ich kann nicht deren Essen kochen. Warum habe ich mich auf Koch Level 10 hochgearbeitet? Ich verstehe das nicht. Ich meine, der Küche helfen oder so kann ich. Ich kann nur eine schnelle Mahlzeit. Ah, ich kann hier kochen. Du bezahlst aber, glaube ich, mehr als 200 in den 5 Stunden für deinen Angestellten. Ja. Ja. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall gefällt es mir nicht. Mein Angestellten kriegen nur so 3 Euro. Bewertung gestiegen. 2 Sterne. Hey, it's something. Okay, Vorteilspunkte. Zusätzlicher Kellner. Zusätzlicher Koch. Boah, ist mega teuer. Aber ein Zutatenkollege. Okay. Was ist neugierige Gäste? Gäste bitten das Management ab und an um eine Empfehlung, um die Sozialaktion Gericht empfehlen, wird freigeschaltet. Okay, machen wir einen zusätzlichen. Ich glaube, ein zusätzlicher Koch wäre sinnvoller. Können die wieder eine Ausbildung machen? Nein. Wenn ich sie befördern würde. Ah, hab jetzt hochgestuft, obwohl sie gar nichts macht. Was ein Dreck, ey. Aber wir müssen doch nicht hierbleiben. Wir können einfach zurück nach Hause. Das ist ja mega wack. Ich glaube, du hättest den Kochjob länger machen müssen. Aber dann wird man Koch, wenn man befördert wird. Aber keine Ahnung, ob man bei dir selbst dann kochen kann. Keine Ahnung. Es ist mega deprimierend. Ich muss auf jeden Fall meinen alten Job wieder annehmen. Job suchen. Ist das deprimierend? Koch. Wir haben alles, was man braucht, um ein Koch zu sein. Haben wir jetzt den Job? Ach, wir sind wieder leitender Caterer. Okay. Ach Gott. So, speichern wir mal. Spiel verlassen. Speichern und verlassen.
So, liebe Leute, meine Güte, meine Güte. Dankeschön fürs Zuschauen heute. Hat mich wirklich sehr gefreut. Wir verlassen den Stream für heute. Und wir sehen uns... Weil diese Obstfliege, ich krieg die Krise, meine Güte. Wir sehen uns morgen wieder, wie immer. Everyday Stream Day. Danke, 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 danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen und gute Nacht. Danke für alles. Tschüss.